is forever, ever, or to never mind. Oh, I. November 2038. Dieses Datum haben wir sehr häufig. Wir sind bei Marcus. Das war bei weitem die langweiligste Party der letzten 25 Jahre. Und jedes Mal auf solchen Partys frage ich mich, was zur Hölle mache ich bloß hier? Ich hasse Cocktailpartys und all diese Schwätzer, die dorthin gehen. Es ist eine Möglichkeit für all ihre Bewunderer, sie kennenzulernen. Ja, denen ist Kunst doch völlig egal. Die interessiert nur, wie viel Geld sie damit verdienen können. Was soll's, lass uns einen trinken. Diese ganze Aufregung hat mich richtig durstig gemacht. Na klar, dann machen wir das so. Bereite Karl am... Was? Bringt Karl ins Wohnzimmer vor, okay. Also hier. Züge sind immer rein, glaube ich. Scotch ohne Eiswürfel? Auf jeden Fall. Okay, aber Sie wissen, was Ihr Arzt sagt. Ja, na, der kann mich doch mal. Ich bin alt genug, um meine Medizin selbst zu wählen. Das stimmt. Okay, einschenken. Ja, haben wir sogar hingekriegt. Hast du im Studio das Licht angelassen? Nein. Nein, nein, ganz bestimmt nicht. Ruf die Polizei. Anrufen. Detroit Police, wie lautet Ihr Notfall? Hier ist Karl Manfreds Android, 8941 Lafayette Avenue. Wir kommen gerade heim und das Licht ist an. Vielleicht wurde eingebrochen. Ein Streifenwagen ist unterwegs. Los, sehen wir mal nach. Okay. Den gewiss gar nicht, überprüfe das. Marcus, nein, ich begleite dich. Ja, ist okay. Leo! Person. Was machst du hier? Du hilfst mir nicht, also helfe ich mir selbst. Manche zahlen Wahnsinnspreise für den Scheiß. Fass ihn nicht an! Hör zu, früher oder später gehören die sowieso alle mir. Betrachte es als Vorschuss auf mein Erbe. Marcus, er soll da weggehen. Schaff ihn sofort hier raus! Bring Leo zum Gehen. Dann gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Sei vernünftig, Leo. Das hier bringt dir doch nichts. Du schickst mich immer bloß weg. Warum denn? Bin ich nicht gut genug? Nicht perfekt wie dieses Scheißding. Das reicht jetzt. Raus hier. Sofort. Was machst du so besonders, hä? So viel besser als mich. Lass ihn in Ruhe. Na los, zeig, was du kannst. Nochmal kämpfen. Marcus, du darfst dich nicht wehren. Verstanden? Reagier einfach nicht. Los, schlag mich. Worauf wartest du? Bist du ein Mann? Dann mach schon. Was denn? Bist du etwa ein Feigling? Hör auf, Leo! Hör auf! Angst, dich zu wehren, du blöder Arsch! Ich muss mich für mich selbst entscheiden. Beteilige dich nicht. Aber er will, dass ich das nicht tue. Läuft hier auch eine Zeit ab? Beteilige dich nicht. Aber hier passiert nichts. Ganz vergessen, du bist gar nicht echt. Du bist nur ein scheiß Klumpen Plastik. Lass ihn in Ruhe. Pass auf. Ich mach dich fertig. Dann gibt es nur noch mich und Dad. Ich werde dich zerstören und das wird keinen interessieren. Weißt du warum? Weil du nichts bist. Verstehst du? Du bist nichts. Dem Vater geht's nicht gut. Aber er sagt, ich soll nicht... Karl, nein! Menschen,
sind schwache Maschinen. Karl, nicht sterben, okay? Halten Sie durch. Nicht sterben. Denk dran, Markus. Lass dir von keinem sagen, wer du zu sein hast. Nein. Nein. Dad! Nein. Bitte. Das ist deine Schuld. Ohne dich wäre das nie passiert. Der Android. Es war der Android. Was? Die nächste schnelle Folge. Was ist hier los? Eine schnelle Folge auf die nächste. Das ist ja der Wahnsinn hier. Krass. Jetzt überschlagen sich die Ereignisse. Und das alles an einem Tag. Okay, Leo hat Marcus beschuldigt. Ja, hat er wirklich. Also nach der Party sind wir zurück. Wohnzimmer betreten, haben wir gemacht. Whisky einschenken, haben wir auch gemacht. Studio mit Karl überprüfen. Ich hätte noch die Option gehabt, nicht mit Karl reinzugehen. Okay, Leo konfrontieren. Gedächtnispalast zerstören. Okay, also das muss auf jeden Fall. Markus wird zum Abweichler. Ja, okay, also war das vorher bestimmt. Karl gehorchen, das habe ich gemacht. Und dafür stirbt Karl an einem Herzinfarkt. Polizei trifft ein und Leo beschuldigt mich. Ja, dümmer ging es auch nicht. Aber gut, das ist mein Weg hier. Und so sieht es leider aus. Krasse Nummer. Das heißt, wir gehen in die nächste Folge. Ich muss mal gucken, wie lang das dann ist. Und dann sehen wir uns da wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, macht's gut und tschüss.